Hi und herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Wir sind hier in einem netten kleinen Asteroidenfeld und sind auf der Suche nach, wie heißen die Teile? Kristalle, genau. Die sollten ja hier irgendwo auch mal rumdümpeln. Wir scannen gerade die, also wir scannen, ist gut. Weil scannen ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich ping mal. Vielleicht kriegen wir darüber irgendwas raus. Bis jetzt habe ich die nur wahrnehmen können im optischen Bereich, so dass ich die quasi leuchten sehen habe. Aber ich sehe derzeit nichts. Okay. Nehmen wir einfach mal den nächsten. Vorne ist noch einer, ein größerer. Und boosten bei dem mal ran. Da sehe ich auch gerade nichts. Wir können natürlich auch mal umschalten auf die Außenansicht. Vielleicht macht sich das besser. Jetzt ist blöderweise noch unser Boost alle. Das ist auch immer eher schlecht. Okay, der eine hat es fertig mit Handeln. Gut. Aber ich sehe hier leider keine Sachen an den Asteroiden dran. Ey, das ist auch was anderes. Schade. Gucken wir nochmal hier hin, gucken wir uns den an. Ja. Schade. Trifft es nur bestimmte Asteroiden oder sehe ich das hier irgendwie über diese Ansicht oder so? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen. Ah, okay, der Kollege ist mit seinen Forschungen fertig. Das ist ja schon mal schön. Was ist das da? Guckt mal. Was habe ich da gerade? Hat's auch heute. Okay, das kann ich nicht in uns reinziehen. Das scheint also was anderes zu sein. Okay. Gut, dann gucken wir erstmal ganz kurz. Sekunde. Wir sollten uns aber nicht zurückbewegen wahrscheinlich. So, wir schauen erstmal ganz kurz auf die Forschung hier. Außergewöhnliche Schildmodifikation. Das erlaubt ist eine gute Wahl. Ich werde sofort beginnen. Okay, mach das mal, beginn mal. Wir sind jetzt hier. Und ich hatte noch ein anderes Thema. Ich wollte gerne bei unserem Frachter was umstellen. Ah, der ist gerade hier erst beim Andocken. Oder hat er schon angedockt? Naja, hat er schon. Also, wir gehen beim Frachter mal quasi an Bord. Gucken uns die Besatzung an. Wir haben hier einen Captain. Schauen wir mal, ob wir... Ah, wir haben ja auch noch Crew. Okay, die Crew lassen wir mal. Den Captain rufen Kann wir mal. Kann ich helfen? Und sagen, arbeite woanders. Genau, und zwar auf dem Aufklärer. Wähle Position Servicemannschaft. Bestätigt. Okay. Alles klar. Mal ganz kurz hier schauen, dass ich das mal ausschalte, dass sich das Schiff bewegt. Dann gehen wir nochmal dahin. Wo ist das? Gut, wir haben jetzt hier, eigentlich müssten wir auf dem Aufklärer Informationen jetzt hier mehrere Leute haben. Wir haben hier auch den entsprechenden Pilot. Ersetze den Piloten mit dem besten Besatzungsmitglied. Ah, so, jetzt haben wir hier den besseren Piloten drin. Okay, das hat schon mal funktioniert. Wir haben jetzt hier... Nee, das stimmt doch auch noch nicht. Dann ist der Pilot. Ah, verdammt, das habe ich jetzt gemacht. Okay, nochmal von vorne. Der Aufklärer. Information. Servicemannschaft. Lehrlinge. Doch jetzt auch falsch. Das heißt, dann ersetze
Wo ist denn jetzt der andere? Ist der jetzt verschwunden? Doch jetzt auch komisch, oder? Der hat jetzt gar keinen Kapitän? Nee. Bestes Crewmitglied zum Kapitän befördern. Okay, jetzt haben wir hier einen Kapitän drinne. Allerdings einen ganz, ganz schlechten. Muss doch aber auch heißen, dass ich hier im Aufklärer Nation immer noch so einen anderen. Nee, habe ich nicht. Es sind nur noch 2 von 3. Okay, wir gucken mal hier. Angestellte an Bord. Wir haben hier nur den Typen, der hier drinne sitzt. Und das ist auch der einzige Angestellte, der ist Manager hier. Ich habe den jetzt anscheinend wirklich ersetzt, wenn man so will. Ach, das ist ja Mist. Oh, Aufklärer. Nochmal. Informationen. Rücksetzen. Ich habe hier einen Lehrling in der Servicemannschaft. Ah, ist halt so. Und der Typ ist jetzt hier. Na gut. Dann haben wir es jetzt ein bisschen verhauen, ist aber auch nicht so schlimm. Ich sag mal, wenn ich noch irgendwo Sachen setzen. Hier drüben. Sitzen die Sachen noch? Da auch. Hier sieht auch ganz gut aus. Wie sieht's hier aus? Hier könnte eigentlich noch ein Satellit hin. Okay. Da sitzt einer. Setzen wir, glaube ich, da noch einen zwischen. Okay. Das heißt aber auch, dass ich jetzt eigentlich wieder einen guten Piloten brauche für den Frachter. Den habe ich aber nicht. Sitztypen, Frachter. Automatischer Handel, Galaxie. Was kann der denn? Der kann doch nichts, oder? Jetzt hier auf den Frachter, auf Informationen gehe. Gucken wir hier nochmal. In die Servicemannschaft. Aber die können doch alle nichts hier, oder? Oh, hier ist einer beim Management. Moral. Moral. Der hat hier Management, ja? Den könnte ich rufen. Kann ich helfen? Arbeite woanders. Arbeite hier dort. Ah, nee, der kann da nicht arbeiten, logisch. Weil der soll doch auch, Moment, Moment, der soll doch auf unserer Station hier. Warum kann er da nicht arbeiten? Verstehe ich nicht, warum ich den da nicht hinschicken kann. Doch da. Kann er nicht. Energiezellenproduktion. Ach, läuft es jetzt? Moment. Das ist ja noch interessanter. Bauplaner. Aber die bauen doch hier noch. Doch, hier irgendwas? Noch Ressourcen angeblich. Produziert das jetzt hier schon irgendwas? Das wäre ja auch interessant. So, nochmal. Informationen. Arbeitskräfte 0. Laderaum 0. Gedockte der Geier. Okay. Auch dahin gehen, so. Jetzt dem Geier kann ich doch sagen, fliege dahin oder so. Okay.
Kann dem aber auch sagen, exportiere Ware. Kunde. Hat doch aber gar keinen guten Captain. Wieso kann der jetzt erkunden? Hat doch gar keinen Sinn. Könnte dem aber sagen, dass er verkaufen soll sich. Hier an der Schiffswerft. Bringt uns 400.000. Dafür könnten wir eigentlich noch einen Schürfer kaufen. Das machen wir. Okay, gut. Jetzt sind wir den los. Und jetzt würde ich gerne noch einen Schürfer kaufen. Halt die Frage, was wir für einen kaufen. Und wir haben ja hier drüben jetzt auch, da ist das Raumdock, kaufen. M. Grillschürfer. Okay, und wir haben hier noch den Schürfer. Toll. Weiß nicht, welcher ist. Der hat ein Flüssigkeitslager. Okay, der ist... alles klar. Darüber klärt es sich. Hier, Schürfer. Der hat ein Feststofflager. 4.900. Okay. Dann kaufe ich doch aber vielleicht lieber den wieder bei den Teladi hier oben. Und zwar hier, Teladi Ausrüstungstock, Teladi Raumdock, Schiff kaufen. M. Welcher ist es? Honigfresser? Nee, Honigfresser Gas. Honigfresser Mineralien. Was kann ich denn für so ein Gas abbauen? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn wir Gas abbauen. Vielleicht bringt es ja richtig was. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir nehmen mal den hier. Mineralien. Layout. Teladischürfer. So. Kostet jetzt nur noch 633.000 Credits. War das nicht letztes Mal teurer? Jedes Mal kurz durch hier. Sieht aber eigentlich alles ganz gut aus. Gib dir mal einen Zielcomputer noch. Verbrauchsgüter kriegt er hier mal 5 Ressourcensonden. Crew, Kapitän und hier 5. Ah ja, okay, und jetzt ist er auch bei dem Preis. Okay, dann meine haben wir. Forschungsresultate übertreffen meine kühnsten Erwartungen. Haben wir hier noch einen Schürfer, okay. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir den hinsetzen. Ich würde sagen, am besten hier hin. Lass den erstmal. Danach dorthin fliegen geht es nicht. Kann ich den jetzt nicht schon sagen? Nee, kann ich noch nicht. Der braucht noch einen Moment. So, und der andere Schürfer. Ist hier. Baut hier Sachen ab. Dem würde ich gerne am Ausrüstungsdock noch was umbauen lassen. Kann er ja eigentlich hier machen, oder? Ausrüsten, reparieren. Der soll nämlich auch so ein Zielding bekommen. Das hier. Zack. Weil der hat ja, der hat ja diese beiden Teile da. Die bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Zur Ausliste hinzufügen. Bestätigen. Meinen die mich hier? Gott. Müssen wir los. Alles in Ordnung. Sie können Ihre Reise fortsetzen. Achso, okay. Alles klar. Gut, ist nichts. Stimmt, ich habe ja die Eier verkauft, die ich da letztes Mal bekommen habe. Gucken wir uns hier nochmal die Ruinen an. Hier aber auch nichts weiter hier. Fliegen wir nochmal hoch. Mal, was es hier noch so gibt. Hier ist noch einer. Er hat Nividium, aha. Aber anscheinend keine Kristalle. Das ist ja ärgerlich heute hier.
Gut, ich booste hier trotzdem nochmal kurz weg. Darüber zu den anderen am besten. So, dann mache ich kurz Stopp und gehe nochmal auf den Schürfer hier. Ist der jetzt fertig? Sollte eigentlich. Ist er. Den schicke ich hier hin, ja? Locke an, okay. Hier ist der Aufklärer noch drin. Gut. Aufklärer, sag ich mal. Hier erkunden. Das gesamte Gebiet, wenn es geht, genau. Der ist dahin auf dem Weg. Dann haben wir von dem zwei. Der soll da ja umbauen. Wir haben da oben noch den von den Teladi, der hier in die Richtung jetzt fliegt. Okay. Und der ist hier auf dem Weg dahin, um sich auszurüsten. Genau. Okay, dann haben wir jetzt drei Schürfer, die uns hoffentlich Geld bringen. Wir haben ja immer noch 900.000 Credits. Klingt doch auch mal ganz gut. Ach, meine Güte. Es wird langsam hier alles ein bisschen kompliziert, im Sinne von unübersichtlich vor allen Dingen. Geldmittel verwalten. Dem gebe ich jetzt mal hier 300.000 Credits. Okay. Damit er hier erstmal was tun kann. Ansonsten hat er aber wirklich... hat halt hier keine andere Besatzung. Frage, ob ich da irgendwie welche hinbekomme. Aktionsübersicht. Aktionskonto. Arbeitskräfte. Energiezellen. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Okay, die meinen nicht uns. Sehr gut. Okay. Dann würde ich hier mal weiter gucken. Eigentlich war ich ja auf der Suche nach Kristallen. Schön, dass ich echt gar nichts gefunden habe bis jetzt. Was ist da oben? Nichts? Okay. Voilà, hier ist nichts dran, ne? Gibt's doch nicht. Ich muss doch auch mal Kristalle finden. Ich mache das ja hier eh gerade nur nebenbei. Diese orangenen Teile sind die Erze, die ich da rausschießen kann. Hier. Da fliegt dann hier so ein Erz raus. Aber da ich keinen Feststoffteil habe, kann ich es halt nicht einsammeln. Also keinen Feststoffladeraum. Das macht soweit ja Sinn, aber es gibt eigentlich Kristalle, die ich einsammeln kann und die dann in mein Inventar übergehen. Aber denkt ihr, ich krieg die irgendwie? Nö. Keine Chance. Hier gibt's auch nichts. Ich habe auch keine Ahnung, ob die so auf bestimmten Asteroiden nur drauf sitzen oder so. Kann natürlich auch sein. Oh, da ist was. Da ist was. Seht das? Ei, wir haben es gefunden. So. Die Teile ziehen wir jetzt an mit dem Magneten. Und dann haben wir hier Bandanit-Kristall bekommen. Gucken, ob da noch was dran ist. Sieht nicht so aus. Hoppala. Verdammt, ich habe die falsche Taste gedrückt. Eieiei. Okay, wir gucken mal kurz hier. Schiff. Allgemeines. Okay, läuft alles noch. Wir sind am Leben. Und... hier, Inventar. Wir haben hier den Kristall, der bringt 9000. Also, einer kriegt 1000, wir haben 9 Stück rausgezogen. Okay. Ja, auch eine ganz interessante Einnahmequelle. Wäre für den Anfang sogar noch interessanter gewesen. Aber gut. Den Anfang haben wir ja schon. Das heißt, wir sind hier schon bei Teil 2. Hier nochmal rum. Ne, nichts. Aber der Asteroid... oh,
Da hat doch was aufgeblitzt da oben, oder? Oder sollte das nur so aussehen? Irgendeine andere Spiegelung. Er dreht sich ja hier eh relativ schnell. Oh, doch da. Da ist ein Kristall. Da habt ihr gesehen, so ein lilaner. Da. Der Stelle. Boah, wie sind wir denn jetzt gerade entgegengeflogen? Okay, also irgendwas ist gerade schief gelaufen. Schiffsinformation. Okay, wir haben auch unsere Hülle leicht beschädigt, das ist schlecht. Aber da ist ein Kristall. Nee, das ist kein Kristall, das ist irgendein Siliziumerz, was wir rausgeschossen haben. Jetzt mal den. Oh, da ist er. Okay. Okay, jetzt haben wir die Sachen eingesammelt und haben diese Kristalle bekommen. Hat uns allerdings ein bisschen Hülle gekostet. Das ist aber kein Problem. Ja, wenn ich es kaputt mache, mache ich es auch wieder ganz. Kollege, übernimm mal bitte. Ich hüpf mal kurz raus in den Raumanzug und repariere unser Schiff. Okay. Super, das war's schon. Rückzu nehmen wir den Teleporter und hüpfen hier rein. Super. Danke. Schiff ist repariert. Wir können weitermachen. Gut, okay. Also wir haben das Thema Kristalle auch erstmal geklärt. Beziehungsweise, da blitzen das doch so, oder? Habt ihr das gerade gesehen? Das sind so kleine Blitze, genau, genau. Und das scheint dann am Ende des Tages ein kleiner Hinweis auf die Kristalle zu sein. Okay, wir ziehen uns mal zurück. So. Gut. So kann man es also machen. Man kann durch ein Asteroidenfeld fliegen. Und wenn man dann so eine kleinen Reflexionen sieht, dann kriegt man quasi einen kleinen Hinweis, dass dort Kristalle sind. Macht das Fliegen durch Asteroidenfelder aber auch wirklich mehr Spaß. Wenn es nicht... Oh, das Blaue ist, guckt mal. Hat nicht geblitzt. Sind blaue Kristalle besser? Sieht auf jeden Fall interessanter aus. Haben wir das jetzt? Oder ist das nur noch das Stück, was übrig geblieben ist? So aus, ne? Nehme ich mal zurück. So, nicht, dass uns der Asteroid hier auch noch wehtut. Geh mal hier drauf und jetzt haben wir hier... Ah ja, diese Kristalle haben wir noch eingesammelt. Wir können instabile Kristalle herstellen anscheinend. Da haben wir die bekommen. So aus. Wobei, wartet mal. Sieht so aus, als wären die illegal bei manchen. Okay. Müssen wir also ein bisschen drauf aufpassen, dass wir die vielleicht loswerden. Aber die restlichen hier würden 170.000 Credits bringen. Wie viel Geld haben wir? Oh ja. Auch ganz vernünftig. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal... Ich könnte mich da auch hin teleportieren. Verkaufen, das Inventar kann ich ja auch eigentlich so. Das probieren wir mal aus. Ich teleportiere mich da jetzt auf die Station. Zack. Ja. Sage jetzt meinem Flieger... was? Ich würde gerade sagen, das steht doch hier nicht im Dock jetzt, oder? Dem sage ich, der soll hier bitte andocken. Dann kann ich hier nämlich schon mal die Kristalle verkaufen. Hallo,
Aber was die hier kann? Nichts. Nichts. Sie kann nichts. Auf Wiedersehen. So, wir müssen jetzt... Hallo, wo ist denn da drüben? Okay. Aber hier auf der Seite mal runter. Und gehen zum Laden. Verkaufen hier unsere Sachen, wobei wir vorher noch mal kurz schauen. Wir haben ja noch einen anderen Schürfer hier irgendwo hingeschickt. Dahin. Ich würde ihm hier mal sagen... Nee, wir machen das andersrum. So wie die anderen auch. Sagen ihm Verhalten. Standardverhalten. Bergbau. Du sollst Silizium hinzufügen. Und du kannst es überall verkaufen. Gut, dann dockt der ab. Uns mal kurz die restlichen Sachen an. Der ist da. Der ist anscheinend hier und verkauft gerade was. Okay. Und der ist hier und baut ab. Okay. Und der lungert immer noch da rum. Den haben wir ja da hängen lassen. Okay. Sehr gut. Dann hier ups. So. Brauchen wir gar nicht. Wir können gleich hier rüber gehen, weil hier ist schon der Händler. Kann ich helfen? Natürlich. Ach nee. Auf Wiedersehen. Sekunde, ich gucke erstmal kurz hier an der Werkbank, ne? Eine Sekunde. Entschuldigung. Wollte nicht stören. Hier Raumanzugsbombe könnten wir bauen. Mit den Teilen. Ja, beschädigter Singularitätsantrieb. Als wir den irgendwo mal erwischen, kaufen wir den. Bitte sehr. Programmierbare Feldmatrix, Fluxkompensator. Weiß ich denn immer noch Hallo? Ich habe doch gar nichts gemacht. Bombenwerfer, Helgen. Ist, nee. Wo sind denn die Kristalle, die ich eigentlich verkaufen wollte? Gibt's hier gerade nicht, oder was? Die? Und die kann ich hier verkaufen, ne? Oder machen die in irgendeiner Form Sinn? Braucht die jemand? Ich verkaufe den Kram jetzt. Bringt uns gut Geld. Bitte und derzeit können wir Geld eigentlich gut gebrauchen. Ich frage mich nur, warum ich hier diese anderen Teile nicht verkaufen kann. Magnetstein. Nadel. Schwören können, dass ich die vielleicht verkaufen kann. Hallo. Jetzt schleppe ich hier illegale Sachen ja mit mir rum. Auch nicht so sinnvoll. Ist das Schiff schon da? Anscheinend. Das heißt, ich kann mich jetzt in unser Schiff teleportieren. Wunderbar. So funktioniert das natürlich auch gut. Brauche ich den Weg nicht fliegen und brauche ja theoretisch eigentlich nicht mal andocken. Das macht ja sogar unser Pilot hier für uns. Mann, Mann. Guck mal hier vorbei. Was sind hier mit den Geldmitteln jetzt aus? Hier ein bisschen Geld. Mal gucken, dass wir da vielleicht noch Leute hinbringen. Weiß ich gar nicht, wie ich das am besten mache. Kann ich mit einem von unseren, oh, schnelle Reise. Ein Schiff hat mich zurückgelassen. Nehmen wir mal beide an. Und fliegen da mal hin. So, das machen wir dann aber, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an der Stelle mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt X4 Foundations Folge 27 dann. Bis dann, macht's gut.